Was geht, meine OZ-Fighter? Sarion ist 10-Day-Campaign. Ist sowohl auf Global als auch JP Online. Heute schauen wir uns alle Infos und Details an, damit ihr auch wisst, was es zu tun gibt. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Falls ihr schon gesummt habt, lasst mich wissen, was ihr gezogen habt für den Boy Broly. Falls ihr noch summen werdet, wünsche ich euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Ich werde heute Abend live summen auf Twitch, Osiris Stones. Link ist in der Beschreibung. Ab 20 Uhr gehen wir live mit den Summons zu Broly. Ich freue mich drauf, wenn ihr Lust und Zeit habt. Schaut, wie gesagt, gerne vorbei. Wir gucken uns die Infos und Details auf der Global Campaign an. Es ist nämlich, wie gesagt, eine Celebration, die auf beiden Versionen stattfindet. Das heißt, mehr oder weniger ist alles gleich. Falls mal Unterschiede gibt, werde ich das Ganze natürlich nennen. Ich werde aber auch den Link zu den Übersetzungen der JP-Missionen in die Beschreibung setzen, damit ihr da auch einfach seht, okay, was sind die JP-Missionen, sorry. 1:1, eventuell gibt es ja mal hier mal da Unterschiede. Aber fangen wir mal an, Freunde, mit der Saint-Day-Campaign ist jetzt online auf beiden Versionen und geht bis zum 2. April. Wir haben Login-Boni, haben zum ersten Login 12 Stones bekommen. Bis zum 2. April bzw. 1. April gibt es dann noch an der Stelle jeweils eine Stone und ein bisschen mehr aus den Login-Boni. Wir haben Special Missions, schauen uns gleich an. Könnt ihr euch bis zu 48 Stones holen aus den Special Missions. Wir haben einen Dragon Stone Sale, könnt ihr euch gerne abchecken. Wir haben das Banner von Broly, sprechen wir gleich drüber. Ist bis zum 2. April online. Planetary Destruction, Katri-Banner ist online, Elder-Kai-Banner ist online, sein Dokkan-Event ist online mit einer neuen Stage, Stage 4. Infinite Dragon History Stage ist online auf beiden Versionen. Eine neue Stage gegen die Saints, spreche ich gleich drüber. Sage euch auch, was zu tun gibt gegen die Missionen. Isaiah Area ist live, nur auf Global. Stage 11 und 12 wurden uns hinzugefügt, beziehungsweise ist Stage 11 heute online gegangen. Stage 12 kommt erst am 25. ab 7.30 Uhr morgens unserer Zeit. Folgende Dokkan-Events sind online bis zum Ende der Celebration, weil sie featured, die Charaktere davon featured im Banner sind. Und folgende Story-Events sind ebenso online, sowohl als auch folgende Extreme Z-Battles oder Isaiah Area. Das wird geil, Freunde. Am Montag, 22. März um 9 Uhr morgens bekommen wir das Extreme Z-Battle zu LR Broly. Das heißt, er bekommt sein EZA. Ich freue mich sehr drauf. Es ist ein wirklich sehr geiles EZA. Jetzt haben wir damit angefangen, dass die Summonable oder dass einige Summonable LR auch ihr EZA bekommen. Angefangen im Jubiläum auf JP beim 6-jährigen. Letzten Monat hat LR Goku und Freezer seins bekommen. Jetzt bekommt Broly auf Global und JP sein EZA. Das heißt jetzt auch, dass wir quasi das neue Ding to go sein, dass diese Charaktere, diese LR, die ihr Isei bekommen, auch in einem Extreme Z Legendary Summon erscheinen werden. Also das Banner mit Broly wird auch am 22. um 9 Uhr morgens erscheinen auf beiden Versionen. Das heißt wahrscheinlich einfach nur so fancy Extreme Z Legendary Summon. Ich gehe davon aus, dass ein normales LR Banner ist, Brolys Feature, gelbe Coins. Und ja, die anderen nicht Dokkan-exklusiven LR sind eben nicht featured im Banner. Wir bekommen noch folgende Koop-Campaign. Am 25. März um 6 Uhr morgens sollte das der Fall sein für Global, für JP. Koop-Campaign, das heißt, wir müssen in Koop oder halt Mission machen, jeder zusammen. Und wenn wir das Ganze dann machen, gewisse Steps erreichen, bekommen wir gewisse Rewards, unter anderem auch sicherlich Stones. Am 25. um 7.30 Uhr erscheint ein Chain Battle gegen Super Saiyan Saigon Youth auf Global. Auf JP erscheint auch ein Chain Battle. Jedoch nicht am 25., sondern, lass mich kurz runter scrollen, das Ganze sollte ein paar Tage drauf erscheinen, nämlich am 29. ab 9 Uhr morgens unserer Zeit. Ansonsten mehr oder weniger gleich, wie gesagt, die Isaiah Area gibt es nicht und so wegen der Campaign, jetzt wegen der Seinen-Campaign. Infinite Dragon Ball History Stage haben wir auf JP aber auch, sowohl als auch das neue Dokument, Sales, das Banner logischerweise, die Login-Boni und die Special Missions logischerweise. Ja, was sind meine Gedanken, und das ist auch noch auf Global, was am 25. online kommt, ab 7.30 Uhr. Meine Gedanken zum Same Day, es ist solide, ich bin sehr froh darüber, dass wir am Montag bereits das Isei von Broly bekommen. Ein Isei Extreme Z-Battle, 30 Stones zu einem LR, und der wird brutal, Leute. Ich hoffe, einige von euch haben ihn, vor allem diejenigen, die schon lange am Start sind. Sein Isei wird richtig geil, darauf könnt ihr euch freuen. Ja, wir bekommen Chain Battle, Koop Campaign. Was ich halt schade finde, ist, dass auf Global fehlen noch die ein paar Extreme Super Battle Roads, dass die leider nicht rausgekommen sind tatsächlich. Und dass wir kein Battlefield mit der Thematik so Saiyan Day bekommen. Klar, wir bekommen ein Infinite Dragon History Stage, aber ein Battlefield zusätzlich dazu wäre geil. Also ich würde sagen, wenn so ein Battlefield alle zwei Wochen tatsächlich online kommt, statt alle vier bis fünf Wochen oder so. Weil das ist auch eine dann kontinuierliche Stones-Quelle von zwei Wochen, sag ich mal. Und ansonsten, klar, wir haben jetzt so keine Free-to-Play-Charakter wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben wir Free-to-Play-Team Bardock bekommen, richtig geil. Aber ich habe das für dieses Jahr auch nicht erwartet und wollte es auch, um ehrlich zu sein, nicht. Man hätte denn vielleicht ein Isei reindrücken können,
Das hätte eine geile, doch, das wäre schon eine geile Option gewesen, so ist nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ich hätte es eigentlich als Muss empfunden, dass wir weitere Dupes für den LRT in Bardock bekommen hätten zum Same Day. Weil wir können den Boy immer noch nicht auf 100% bringen. Er ist schon ein Jahr alt. Why? Auf was warten die so? Das hätte ich mir gewünscht, Freunde, außerhalb davon. Ist keine schlechte Celebration, ist keine außerordentlich geile Celebration. Es ist eine solide Celebration, sag ich mal, aber ey, ganz ehrlich, das Isé von Broly wird einiges ausmachen. Da werden sich einige freuen, wenn sie dann am Montag den Boy Extreme Zero retten können und einfach dann sehen, oh mein Gott, ich habe den so lange gezogen gehabt, lange nicht mehr gespielt, außer von Mortal Flash und jetzt eskaliert der und dann wieder sein Comeback. Das wird sicherlich geil. Schauen uns erstmal die Events an, bevor wir das Banner sprechen, Freunde. Global bekommt jetzt zwei neue Isé Area Stages. Zum einen zu dem in Gohan, ist bereits online. Zum anderen Stage 12 zu dem Kaioken Goku kommt erst am 25.07.30 Uhr morgens unserer Zeit. Ihr braucht unbedingt auf jeden Fall diese zwei Charaktere im Team Dokkenweg aus dem Hero Examination Plan Events. Die müssen in eurem Team sein. Dann könnt ihr zusätzlich folgende Charaktere mitnehmen. Ich weiß, dass die Isé Areas ein bisschen krampfhaft sind wegen den Charakteren, bis man dies erstmal erfahren, bis man die hat. Aber, please, ich möchte euch das nochmal nahelegen. Farmt euch bitte die Medaillen von Stage 7 und Stage 8, um die zwei Super Saiyan Goku zu awaken. Der muss nicht unbedingt sein, der ist auch solide, aber die zwei sind es, Freunde. Vor allem auf JP mit dem Name Change Update kann man beide in einem Team spielen. Global wird dieses Update natürlich auch noch früher oder später bekommen, deswegen könnt ihr euch darauf vorbereiten. Warum? Freunde, der ist zum Beispiel ein All-Types Supporter, Kipus 3 jeden Typus und auf den Angriff 30%, Super Saiyan 2 Kategorie auf die Verteidigung 30%, also nur Super Saiyan 2 Defense 30%, der ist genau andersrum. Jeden Key Plus 3, Defense 30%, Super Saiyan 2, Angriff 30%. Aber das sind zwei richtig gute Supporter, Freunde. Vor allem mit EZA. Und nach dem Name Change Update kann man beide in einem Team spielen. Deswegen lege ich euch auf jeden Fall das zu. Das nahe, sage ich mal. Und wir haben noch eine neue Stage bekommen: Stage 4 vom Dokkan von Broly. Der baut einen Rampage Skill. Folgende Charaktere tun das annullieren, machen mehr Schaden gegen ihn. Oder. Der Link-Skill hier an der Stelle Blazing Baton, deswegen genau geht da rein. Ihr braucht 77 Medaillen, um den Broly zu awaken, 35 für den Trunks. Ansonsten haben wir noch das Infinite Dragon Ball History. Auf Global ist es Stage 12, auf JP Stage 13, weil auf JP Stage 12 vom Jubiläum war. Jedenfalls Kämpfe gegen folgende Saiyajin. Wenn ihr das Ganze schafft, also alle Phasen bekommt ihr Stones aus der Mission. Wenn ihr alle Phasen einzeln schafft, bekommt ihr Stones und ein bisschen mehr, schätze ich. Und wenn ihr dann an der Stelle aber das Ganze, also die ganze Stage innerhalb von 17 Runden schafft, bekommt ihr nochmal extra Stones aus der Mission. Und wenn ihr in eurem Team mindestens 3 oder mehr Low-Class-Warrior-Charaktere habt, aus der Kategorie Low-Class-Warrior, und oder 3 oder mehr Super Saiyan Kategorie Charaktere. Ihr könnt das beide auf. Ihr könnt das aufteilen, die zwei einzelnen Missionen oder zusammen machen. Die Tage folgt ein Video, in dem ich das zusammen machen werde. Deswegen, ja, das sind die Missionen quasi, die ihr machen müsst, damit ihr da alle Missionen schafft. Von dieser Infinite Dragon Ball History Stage. Ansonsten nach Events, die zurückgekommen sind, Freunde. Lasst uns dann noch über das Banner sprechen, bevor wir uns die Special Missions anschauen. Freunde, das Banner. 8 Charaktere sind featured. Wir haben den neuen Broly. Wir haben den Trunks. Wir haben LL Goku und Vegeta Blue, die ihr Comeback haben. Wir haben Bardock, Name Goku. Wir haben Kid Goku. Wir haben, ja, physisch Broly und an der Stelle den Strength Broly. Das Banner geht. Es ist jetzt kein atemberaubendes Banner, um ehrlich zu sein. Klar, wenn ihr Broly mögt, wenn ihr an sich die Karte feiert, Broly, oder Broly-Liebhaber seid, ey, ich drücke euch die Daumen. Ich wünsche euch sehr viel Glück. Ich bin da nicht der, der sagt, skip das Ding. Nein. Weil im Endeffekt geht es auch noch darum, hier zusammen. Ne? Und wenn dein Lieblingscharakter kommt, dann zusammenzufügen, dann wünsche ich auf jeden Fall sehr viel Glück. Broly an sich ist ein geiler Charakter, Freunde, auf jeden Fall. Trunks ebenso feiere ich, vor allem den Support-Aspekt seiner Unit Super Deck tatsächlich auch mit dem Gohan. Aber das Banner müsste jetzt auf Global, auf JP auch eigentlich nicht zwingend sein, wenn ihr so oder so alles schafft. Vor allem auf Global ist die Sache, im 7. Monat, nämlich Anfang Juli, findet ja das Jubiläum statt, ja. Also ihr könnt auch die Stones aus der Campaign annehmen und sparen für das Jubiläum. LR Goku und Vegeta Blue zum Beispiel. Ganz ehrlich, LR Goku und Vegeta Blue macht echt Spaß mit ihnen zu spielen. Geile Animation, geile Ereignisse und so fort. Aber ich bin ehrlich zu euch, sind sie ein Must-Have? Nein, definitiv nicht. Sie sind mehr Nice-to-Have meiner Meinung nach. Es ist ein guter Charakter, ich rede sie hier nicht schlecht, sie sind wirklich gut, aber
Es kommen bessere Charaktere. Es gibt kommen und gibt es kommen bessere Charaktere und es gibt auch bessere Charaktere. Vor allem jetzt im Jubiläum. Ne? Da kommen Uigoku und Evo, Freunde. Die sind deutlich besser als der Boy. Klar, ist auch so eine Sache, wenn ihr sie mögt. Ey, wenn ihr sie haben wollt, ich drücke euch die Daumen. Ob ihr sie euch für Coins holen wollt, ja, kostet 500 Red Coins. Ich würde meine Red Coins eher aufsparen für andere Dokkan Fest LR oder andere Charaktere. Aber wie gesagt, wenn ihr sie holen wollt, holt sie euch einfach. Dann ist das Einfachste. Falls ihr aber den ganzen einen Versuch geben wollt, bis zum Ende der Celebration, um zu gucken, okay, zieht ihr was, dann wartet erst damit und tauscht erst, bevor das Banner abläuft. Ich meine das im Allgemeinen, bei egal welchem Charakter, den ihr euch holen wollt, wartet einfach, bis das Banner abläuft, kurz zuvor. Ihr dürft das natürlich nicht vergessen, weil wenn ihr das Thumbnail und eventuell zieht, dann spart ihr euch Coins, sag ich mal. Apropos Coins. Freunde, auf JP gab es jetzt das Update, dass wenn man Überschuss zieht von einem Charakter, also wenn man einen Charakter auf 100% hat und ihn dann wieder zieht, man ihn eintauschen kann gegen Coins, je nach Banner, okay? Das gibt es auf Global noch nicht. Ich drücke uns die Daumen, dass das Update vor dem Jubiläum auf Global Online kommt, weil dann könnt ihr im Jubiläum einfach komplett ausrasten und wenn ihr dort Überschuss zieht, könnt ihr sie eintauschen. Auf JP könnt ihr das jetzt angefangen mit diesem Banner, denn es ist das erste neue Banner nach dem Update. Das heißt, Charaktere oder Überschuss, die ihr hier zieht, könnt ihr im Barbershop gegen rote Coins eintauschen, weil ihr sie oder weil ihr den Überschuss aus dem Dokkan-Fest-Banner zieht, Freunde. Ein Überschuss entspricht hierbei 3 Coins. Also ein Überschuss könnt ihr gegen 3 Coins tauschen. Und das hat die Sache auf Global aktuell. Wäre auf jeden Fall ideal, wenn ihr hier nicht unbedingt reingehen wollt, weiterhin zu sparen. Sei es zum Beispiel auf den Goku Day. Auf den Goku Day könnte auch irgendein Burner kommen tatsächlich. Vielleicht dieser angeteaste Gott Goku, falls ein Tease ist durch die Icons logischerweise. Oder halt zum Jubiläum straight. Und ich hoffe halt wirklich, dass das Update mit dem Coin Exchange vor dem Global Jubiläum kommt. Ich bin eigentlich guter Zuversicht, dass es vor dem Jubiläum kommt. Ich sehe da eigentlich keine Notwendigkeit, da bis zum Jubiläum zu warten tatsächlich. Deswegen, ja, so viel sei dazu gesagt. Am Ende schauen wir uns auch die Special Missions an, Freunde. Wie gesagt, wenn ich Übersetzung habe, setze ich den Link für die JP-Übersetzungen in die Beschreibung. Was ihr tun müsst wegen der Mission ist daily einmal 18 Stamina konsumieren, Stages bis zu 3-mal unter spezieller Bedingung schaffen. Spezielle Bedingung ist, dass ihr keinen Schaden bekommt. Ihr müsst das Stage bis zu 5-mal schaffen, dann habt ihr alle Daily-Missionen. Missionen ohne Limit. By the way, es gibt kein Partei, Freunde. Es gibt kein Partei der Saiyan-Campaign. Das ist die Saiyan-Day-Campaign. Partei wird es nicht geben. Broly, Issei Broly ist kein Partei, der kommt am Montag einfach. Ihr müsst hier eine Stage unter speziellen Bedingungen schaffen. Spezielle Bedingung ist, dass ihr mindestens einen Charakter aus der Kategorie Super Saiyan in eurem Team habt. Ihr müsst bis zu 20 Stages schaffen. Ihr müsst bis zu 5 Story-Events schaffen, bis zu 5 Dokkan-Events. Ihr müsst ein Support-Item nutzen und eine Stage schaffen. Ihr müsst bis zu 318 Stamina verbrauchen. Dann habt ihr alle Saiyan Day Mission geschafft. Ladies and Gentlemen, so viel tatsächlich dazu. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall gerne heute Abend im Stream vorbei zu den Live-Summons, Twitch, Other Stones. Link ist in der Beschreibung. Schaut auch gerne auf dem Let's Play-Kanal vorbei, Freunde. Dort sind ein paar rein gedroppt. Mario Kart haben wir angefangen. Naruto Storm 4 haben wir angefangen. Heute um 18 Uhr kommt noch ein weiteres Mario Kart Video. Wenn ihr Lust habt, schaut auf jeden Fall auch auf dem Real-Life-Kanal vorbei. Other Stones, Freunde. Kam auch die letzten Tage. Nettes Video tatsächlich, meiner Meinung nach. Dort habe ich japanisch-koreanische Süßigkeiten probiert. Wenn ihr Interesse daran habt, Links in der Beschreibung oder die Links in der Beschreibung. Schaut gerne vorbei. Lieben Dank für euren Support, Boys und Girls. Wir sehen uns heute Abend, wenn nicht die Tage wieder. Macht's gut. Peace.